Hallöchen und willkommen zur Woche Nummer 7. So, ich habe heute Nacht ja nur 3 Stunden, ja, sogar weniger, wahrscheinlich 3 Stunden geschlafen. Wollte eigentlich mittags schlafen, habe es aber irgendwie nicht hingekriegt. Jetzt bin ich voll gerädert und muss in einer Stunde schon wieder zur Arbeit. Ich versuche heute ganz schnell durchzukommen mit der Tour, dass ich ganz flott ins Bett fallen kann, weil morgen habe ich ja einen Tag Frühdienst. Jetzt gerade mache ich mir Mittagessen. Auch ganz flott, ich mache mir einfach Spätzle. Ja, und dann sehen wir uns gleich mit den Kalorien. So, Mittagessen für 623 Kalorien mit dem Toast. Irgendwie brauche ich immer was dabei, ich weiß auch nicht. Jo, lass es mir schmecken, dann gehe ich mit dem Hund und dann schnell zur Arbeit. Schon lange kein Essen gehabt. 81 Kalorien. Ein Hallo aus dem, was haben wir, Mittwoch? Aus dem Mittwoch. Ich war schon arbeiten. Wir haben jetzt gerade erstmal 11 Uhr und ich habe schon Feierabend, Gott sei Dank. Ich habe nämlich gesagt, ich mache heute keine Mittagsrunde. Also, bevor ich schon den Frühdienst zugesagt habe, habe ich gesagt, nur den Frühdienst, weil ich wusste, dass ich kaputt sein werde. Bin ich auch, aber ich versuche nicht zu schlafen. Ich war einkaufen und habe mir lieber einen Kaffee geholt. Den trinke ich jetzt und danach räume ich auf, um wach zu bleiben. Und weil ich Lust habe. Ja. Und Mittagessen gibt es dann danach. So, 13:11 Uhr. Erste Mahlzeit. Ups, Basmati-Reis, Karottensalat und Gyros für 595 Kalorien. Fast vergessen zu filmen. Ich esse hier einfach mal ein frisches Brot mit Marmelade zwischendurch. 180 Kalorien. Mein Abendessen für 440 Kalorien mit einer Scheibe Brot dazu, die jetzt halt nicht hier drauf ist. Aber ja, das war's. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Donnerstag und es gibt Frühstück, Käffchen und eine Scheibe Brot. 296 Kalorien insgesamt. Wir sind wieder im Wald, um die Schritte aufzusammeln. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe ein paar Minuten überlegt, ob ich mit dem Auto hier hinfahre und dann weiterlaufe. Aber dann habe ich das schnell wieder verworfen. Also es ist so eine dumme Gewohnheit dann, quasi dieses Faulsein. Und jedenfalls sind wir jetzt gelaufen und ich bin auch glücklich drum. Und gestern Abend hatte ich dann auch noch eine kleine Heißhungerattacke. Auch das möchte ich nicht verheimlichen. Ich habe dann kurz vorm Schlafen irgendwie Nutella gegessen. Gott sei Dank war da nicht so viel drin. Obwohl ich sonst eigentlich selten Nutella esse. Also selbst wenn ich nicht auf meine Ernährung achte, habe ich zum Frühstück eigentlich eher wirklich sehr, sehr selten Nutella. Ach, ja, naja. Auf der Waage war trotzdem heute alles okay. Und ich habe das eigentlich ziemlich schnell wieder im Griff gehabt. Also es ist nicht ausgeartet oder so. Ich denke auch, ich war trotzdem im Defizit. Joa. Ja, schon mal gut. Ich bin zu Hause. So, wir haben gleich 3. Das ist mein Mittagessen. 406 Kalorien. Und danach geht es zur Arbeit. Heute Abend, denke ich, werde ich eine Suppe essen oder sowas. Ich habe Lust auf eine Suppe. 45 Kalorien, bald muss Nachschub her. Nach dem Feierabend gibt es Abendbrot, Gulaschsuppe und eine Schnitte mit Jaramillo Light für 570 Kalorien. Und danach gehe ich auf einen Abendspaziergang noch. Geh. Na, geh. Willst du nicht? Komm. Damit endet der heutige Tag. 17.000 Schritte. Guten Morgen, bei mir gibt's Frühstück für 304 Kalorien. Ich wurde von irgendeiner Tante geweckt, weil die an meine Tür geklingelt hat, weil sie eigentlich zum Nachbar wollte. Und danach geht's auf den Spaziergang. Ich war minimal einkaufen und dann wieder Kaffee geholt. Beim nächsten Mal versuche ich echt meinen eigenen Becher mitzunehmen, weil das geht dann da und ich muss hier quasi nur über die Straße laufen, anstatt jedes Mal halt Plastikzeug mitzunehmen. Bei Aldi habe ich heute das entdeckt. Aber meiner Meinung haben die eigentlich viel zu viele Kalorien. Weil, schau mal, das ist so eine kleine Tüte, 100 Gramm. Und wenn ich einen Film gucke, dann reichen mir keine 25 Gramm, wie hier angegeben. Und die ganze Packung hat irgendwie über 400 Kalorien. Eigentlich viel zu viel da, 415. Aber ich probiere es mal. Ich mache mir heute eine Bolognese, aber mit Räuchertofu. So sah es vorher aus. So sieht das jetzt aus. Mit der Gabel einfach zerdrückt und dann die Handhabung wie mit Hackfleisch. Ich bin gespannt. Ich mache direkt 2 Portionen für heute Abend halt direkt mit.
Ich denke, von der Soße werden das eher 3, 4 Portionen. Das heißt, ich werde wohl einiges wegtun. Joa, aber sonst sieht ja gut aus. So sieht das Ganze fertig aus. Wurden 3 Portionen Soße. Nudeln muss ich halt, keine Ahnung, wenn ich das morgen noch mal essen will, dazu kochen. 532 Kalorien und ich finde, das sieht wirklich gut aus. Die Soße habe ich probiert, schmeckt auch gut. Bei mir gibt es heute Abend doch keine Nudeln, sondern ich mache Hot Dogs, weil mein Freund jetzt übers Wochenende zu mir rüberkommt und er wollte Hot Dogs. Ich habe es schon getrackt, 670 Kalorien, glaube ich, ungefähr für zwei. So, erste Mahlzeit 461 Kalorien, die zweite Portion mit den Nudeln. Ja. Wir waren einkaufen. Jetzt gibt es ein Maxi King. 182 Kalorien. Wir sind los zu einem Spaziergang, allerdings regnet es, aber wir haben hier so eine riesengroße Halle. Steht. Hier parken LKWs. Spion. Zwischen den Bäumen. Es gibt Abendessen für 438 Kalorien. Eigentlich wollte ich ein Gemüsecurry machen, aber es ist wieder alles anders gekommen, als man denkt. Hallo aus dem Sonntag. Ich liebe die Ruhe sonntags. Ich bin wahrscheinlich eine der wenigen, die es mag, am Sonntag zu arbeiten, weil einfach im Verkehr nichts los ist. Die Patienten sind ruhiger. Wir machen jetzt einen Spaziergang. So, das ist mein Frühstück für 284 Kalorien und gleich geht es auf eine Fahrradtour, obwohl ich schon Frühdienst hatte. So, für die Tour ziehen wir uns heute wärmer an, weil es ist sehr kalt, 15 Grad. Und für meinen Freund habe ich Brötchen wieder gemacht, für mich aber nicht, weil ich heute Chicken Wings essen will und mich dann abends nicht mit dem Gedanken befassen will, ob ich jetzt ein Defizit bin oder nicht. Deshalb gehe ich auf Nummer sicher, esse vorher wenig. Ich habe jetzt nur ein Ei oder sowas mitgenommen für mich. Und natürlich genug zu trinken. Heute bin ich schlauer. Heute habe ich meine große Pumpe dabei, auch wenn die echt viel zu groß ist. Aber die ist halt super gut. Naja, wenn die rausfliegt, werde ich das wohl merken. Bimi! Wir haben schon die ersten 11 Kilometer geschafft und fahren jetzt mit der Rheinfähre über den Rhein, um auf die andere Seite zu gelangen. Wir fahren die Tour, die ich euch letzte Woche gezeigt habe, also auf die andere Rheinseite. Dann rüber nach Wesel und dann wieder rüber auf die richtige Seite und dann runterfahren quasi. Auf der anderen Rheinseite ist Oster. Ich finde das hier richtig schön. Als wäre ich in Ostfriesland oder sowas. Richtig süß, ganz viele Altbauten. Voll hübsch und klein. Wir sind bei Nummer 6 und außerdem machen wir seit neuestem an jeder Nummer ein Foto. In der Hoffnung, dass wir irgendwann mal viele der Nummern zusammen haben. Hier ist die Karte vom Rhein-Radweg und wir fahren nur einen Miniteil davon. Man geht bis Köln-Bonn. Beam, ist okay. Hier sind wir rübergekommen. Nach Rheinberg und Wesel fahren wir die Brücke runter und dann wieder hier runter. Wir sind bei 24 Kilometern und sind seit 2 Stunden und 15 Minuten unterwegs. Ich habe ein Ei. Da ist die Brücke, die uns auf die andere Seite bringt. Woo! 32 Kilometer bisher. Wir sind auf der Brücke. 2,5 Stunden auf der Seite. Fahrradwege sind hier ja geschildert. Ups, da eins liegt. Wir kamen jetzt von da und Schild zeigt hier. Aber hier ist ein Zaun, also haben wir die Fahrräder rüber geschleppt. Und hier geht's weiter. Seht ihr, jetzt muss man hoch und da ist sofort der Rhein. Irgendwie dumm. Naja, wir sind rübergegangen, weil wir uns jetzt hier auskennen. Wir sind nämlich letztens hier spazieren gegangen und wissen, dass man da rauskommt. Ich bin zu Hause. Es wurden 63,5 Kilometer. Und die ersten 30 Kilometer dachte ich eigentlich, boah, voll entspannt. Und dann hat man auch gesehen, dass man eigentlich ziemlich flott eine Ausdauer aufbaut. Weil ich erinnere mich an die erste Tour dieses Jahr, da habe ich nach 1 Kilometer gesagt, oh mein Gott, ich will zurück. Ja,
Die letzten Kilometer waren allerdings schrecklich. Ich bin gerade so erschöpft und gleichzeitig glücklich, dass wir das durchgezogen haben. Aber habe mich am Ende total verflucht, dass ich kein Essen mitgenommen für mich habe, außer die Eier. Weil wie kann man so dumm sein und vergessen, wie viele Kalorien man bei so einer Tour verbrennt? Und da war ich am Ende natürlich voll gereizt, weil ich das immer bin, wenn ich hungrig habe. Hungrig habe, oh, wenn ich Hunger habe. Na, jetzt mache ich mir Chicken Wings unter die Dusche und ab ins Bett. Wir sehen uns morgen. Ein Hallo aus dem Montag. Das Leben ist zu kurz, um es auf irgendwann zu verschieben. Montag, der 15. Ich habe mir noch eben schnell Frühstück zum Mitnehmen gemacht. 212 Kalorien. Schnitte und Bibimörchen. Das esse ich dann da. Wir haben 10 vor 5 und ich habe Feierabend und leider Kopfschmerzen. Es war so viel Input. Ich habe echt viel getrunken, das heißt, an der Flüssigkeit liegt es schon mal nicht. Sondern wirklich, ich weiß nicht, es ist zu anstrengend, so viel nachzudenken. Wir haben Bescheid gekriegt, wann wir die erste Facharbeit abgeben müssen. Insgesamt muss ich zwei Facharbeiten schreiben und dann am Ende eine mündliche Prüfung. Die erste Facharbeit muss ich bis zum 24. September abgeben, bin aber ab dem 16. September im Urlaub. Geplant ist Kanada. Ich habe noch nichts gebucht, werde ich wohl die Woche oder übernächste Woche machen. Das ist eigentlich das Schönste am Reisen, die Planung. Und planmäßig fahre ich wahrscheinlich alleine wieder, außer jemand von euch will mit. Deshalb muss ich auf jeden Fall die Facharbeit vor dem Urlaub schon fertig haben und sie dann schon abgeschickt haben oder vorbeigebracht. Ich weiß auch nicht, was sie so erwarten. Also September werde ich auf jeden Fall wenig arbeiten, weil die Woche vor dem Urlaub haben wir auch schon Weiterbildung. Ja, das heißt nur eine Woche, die ich arbeite im September. Und ja, ich koche gleich das, was ich am Freitag schon kochen wollte, das Curry. Ich koche dann aber direkt mit für morgen Mittag, weil ich merke, wie hungrig ich jetzt bin und ich habe eigentlich jetzt keine Lust zu kochen, aber ich mache es, um nicht irgendeinen Mist zu essen. Und meine Waage verstehe ich die Woche eh nicht. Die war die ganze Zeit höher als am Dienstag, obwohl ich immer im Defizit war. Aber mit der Verdauung klappt das während der Diät einfach nicht so gut. Ich muss auf jeden Fall mehr Ballaststoffe essen und da mehr drauf achten. Und gestern nach der Fahrradtour bin ich voll eskaliert, habe so eine Menge gegessen. Es war echt schon eine Masse. War wieder so ein Heißhungerattacke. Ich weiß, es war halt, weil ich so dumm bin und nichts mitgenommen habe. Und heute war das Minus, habe ich nicht verstanden. Naja, aber besser als ein Plus. Ich war gerade eben noch schnell bei DM, habe mir Kichererbsen-Fusil geholt, weil die einfach auf 100 Gramm 9,2 Gramm Ballaststoff haben. Was mehr ist als wahrscheinlich die letzten Tage zusammen. Das mache ich mir gleich zum Curry Nudeln, obwohl Reis natürlich besser passt. Was soll's? Der Ballaststoff wieder. Und dann habe ich mir noch Flohsamenschalen geholt, auch wegen der Ballaststoffe, siehst du, reich an hochwertigen Ballaststoffen. Und daraus mache ich mir aber Kapseln, weil ich das Ding mit Wasser einfach nicht runterkriege. Und ich habe noch Leerkapseln und ich habe eine Kapselmaschine, weil ich mir vor ein paar Monaten Kurkuma-Kapseln gemacht habe. Kurkuma, sehr gesund für den Körper. Dazu gibt es eine Menge Videos auf YouTube, die es besser erklären können als ich. Also, falls es euch interessiert, guckt es euch an. Jo, jetzt mache ich mich ans Kochen. Und mein Fitnessball hat mir heute gesagt, heute sind es 50 Tage, dass ich mich da angemeldet habe. Das heißt, ich bin schon seit 50 Tagen dabei. Das ist unfassbar, wenn man einmal drin ist, wie schnell das geht. Wow. So sieht mein Curry aus. Schön cremig. Da sind Süßkartoffeln drin, Möhrchen, Blumenkohl und normale Kartoffeln. Ich hätte eigentlich noch Pilze reinmachen wollen, aber meine waren leider schon schlecht. Und die Nudeln sind auch gleich fertig.